Dr. Maximilian Krah. Ja, vielen Dank. Meine so nette Begrüßung höre ich immer gern, wenn man nur das Gute erzählt, liebe Freunde, aber dass ihr das, was wir wollen, das Positive nach vorn bringt, denn wir glauben an unsere Heimat und deshalb sind wir hier, weil wir sie nicht aufgeben wollen. Und deshalb erreichen wir auch die jungen Leute, denn die müssen ja sich entscheiden, wie sie ihr Leben durchziehen wollen. Wollen sie sich ducken? Wollen sie gehen? Wollen sie sich selbst aufgeben oder wollen sie sagen, was wir ererbt haben von unserem Väter, wir wollen es besitzen und wir wollen es weitergeben. Und genau das ist die Herausforderung und das ist das Versprechen, das wir ihnen geben. Es gibt das Märchen von Hans im Glück, ihr kennt es alle, Hans verdient eine große Goldkugel und er lässt sich von irgendwelchen Leuten das komplett abschwatzen. Und am Ende kommt er nach Hause und hat gar nichts mehr. Und der Pfarrer da drüben und die linken Spinner, die da drüben, ja, die haben sich jetzt zusammengeschlossen, weil es zu wenig sind. Die wollen uns sagen, dass Hans im Glück unser Vorbild sein soll. Die wollen uns sagen, alles, was wir ererbt haben, unser Deutschland, unsere Familie, unseren Stolz, unseren Wohlstand, wir sollen es alle hergeben für nichts, damit wir uns moralisch besser fühlen, also das, was diese Spinner uns für Moral verkaufen wollen. Liebe Freunde, diese Leute sagen uns, gebt euren Wohlstand und eure Industrie her, wofür, kein Witz, für die Weltdurchschnittstemperatur in 100 Jahren. Diese Leute da drüben sagen uns, gebt eure Heimat, euer Leben, euren Frieden her dafür, dass wir jetzt jedes Jahr 300.000 Leute hier hereinlassen, die wir dann auch noch durchfüttern müssen und durchversorgen müssen, weil das ist irgendwie eine moralische Pflicht. Diese Leute da drüben sagen uns, gebt das Ernteangedenken an eure Eltern und Vorfahren her. Wofür sagen sie nicht, aber irgendwie, wenn man das tut, sei man ein besserer Mensch. Und liebe Freunde, wenn das so wäre, sind das dann da drüben bessere Menschen? Ich kann es nicht erkennen. Sondern es sind Leute, die auf eurer Kosten leben und die mit ihrer Politik dafür sorgen, dass es euch schlechter geht. Und deshalb möchte ich mir von denen nichts erzählen lassen. Wir haben es aber zugelassen, dass diese Typen und ihr falsches Denken an den Schaltstellen in unserem Land sitzt. Es beginnt leider auch in Lücken. Diese Kirche ist ja nicht gebaut worden von Leuten, die an den Schwachsinn geglaubt haben, den der heutige Pfarrer vertritt. Sondern diese Leute ist gebaut worden von Leuten, die so dachten und fühlten wie wir, die erdverbunden waren, die ihre Heimat geliebt haben und gesagt haben, über diese Heimat, da lebt noch ein lieber Gott, der mit uns ist und auf uns aufpasst. Und jetzt haben wir da drüben einen, der klingelt, der redet von LGBTQ, der redet vom Klimawandel, aber der redet weder von euch noch von unserer Heimat und auch nicht von einem lieben Gott, der mit euch ist. Dieser Mann hat die Kirche usurpiert. Sie gehört ihm nicht, sondern sie gehört euch und euren Kindern. Und wir müssen dafür sorgen, dass auch in Lücken wieder die Wahrheit gepredigt wird und nicht die linke Lüge. Und das setzt sich ja fort mit den Schulen. Ich weiß nicht, wie das Schulgebäude aussieht. Vielleicht ist es ja noch eins aus der Kaiserzeit. Aber selbst wenn es aus der DDR ist, da wollte man, dass man lesen, schreiben, rechnen lernen und anständiger Mensch wird und Bücher liest. Und ich habe mir ja von den jungen Leuten erzählen lassen, was für linke Spinner da jetzt ihr Unwesen treiben. Liebe Freunde, zeigt es den linken Lehrern. Wir wissen, was richtig und gut ist und bestimmt nicht diesen Schwachsinn, den die uns erzählen. Über die deutschen Universitäten muss ich nicht mehr viel sagen. Es gab eine Zeit, da gingen die Nobelpreise noch nach Deutschland und es gibt eine Zeit wie heute, da muss man bei jedem jungen Mann, jeder jungen Frau sich gut überlegen, ob man ihr das zumuten möchte. Nobelpreise gibt es schon lange nicht mehr, dafür aber 53 Geschlechter und geschlechtsneutrale Sprache, also eine Verhunzung dessen, was man eigentlich weitergeben will, unserer Tradition. Wir haben es verloren, aber wir haben ja auch die Politik verloren. Wer regiert uns denn? Wer sind die Bundesvorsitzenden der beiden größten Regierungsparteien? Es sind Ricarda Lang und Saskia Esken. Und liebe Freunde, wenn man sich von solchen Leuten regieren lässt,
dann darf man nicht darüber klagen, dass kein Zug mehr pünktlich kommt. Dann muss man dankbar sein, dass überhaupt noch Züge fahren in diesem Land. Wir werden von Leuten regiert, die sind auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Wir werden von Leuten regiert, die dürften in Lübben nicht die Sparkassenfiliale leiten, weil sie die Qualifikation nicht dazu haben. Aber Deutschland ist immer noch das größte und wirtschaftsstärkste Land Europas. Und wenn man ein solches Land in die Hände von Nichtskönnern gibt, meine Damen und Herren, wenn wir hier auf diesem Marktplatz eine Zufallsauswahl von 20 Personen treffen, dann würde diese Regierung, diese Auswahl weniger Schaden anrichten als die Ampel. Wir müssen sie loswerden. Wir müssen sie loswerden. Und das Ganze ist nicht nur eine Frage kurzfristiger Trends. Wir haben heute, einen Tag nach der Landtagswahl in Sachsen, vom VW-Vorstand gehört, dass man keine Beschäftigungsgarantie mehr gibt und dass Werksschließungen kein Tabu mehr sind. Vielleicht ist Zwickau als nächstes dran. Wir sehen, was die Deindustrialisierung bereits in Brandenburg getan hat. Das war hier Energieherz Deutschlands und dann der DDR. Ihr habt das durch. Die ältere Generation, wie oft musstet ihr umschulen? Wie oft habt ihr euren Job verloren? Wie oft musstet ihr unter eurem Qualifikationsniveau arbeiten? Das ist ja das, was ich jetzt im Großen wiederholen soll. Hier ist es durch, aber jetzt sind die letzten industriellen Kerne dran, die letzte Braunkohle, das letzte Kraftwerk, die Autozuliefererindustrie, die Autoindustrie. Man will uns den Stolz nehmen, den wir als Arbeiter haben, den Stolz durch eigener Hände Arbeit, durch seinen eigenen Schweiß, das kleine private Glück zu schaffen, materiell, das wir brauchen, um anständig zu leben. Das ist doch diese Politik. Und warum, liebe Freunde, kein Witz wegen der Weltdurchschnittstemperatur in 100 Jahren. Ich mache mir keinen Kopf über die Weltdurchschnittstemperatur in 100 Jahren. Ich mache mir einen Kopf um euch. Ihr verdient es, anständig zu leben. Und es ist eine Schande, dass es nur noch eine einzige Partei gibt, die sich dafür einsetzt. Aber wir sind stolz, dass wenigstens wir es tun, dass wir für euch eintreten können. Aber die Sorgen gehen ja viel weiter. Es war ja immer die Aussage, wir opfern uns jetzt, wir leiden in den 90ern, 2000ern, wir nehmen die Deindustrialisierung hin, damit da die junge Generation es besser hat. Zunächst mal, guckt euch mal um, ein Drittel hier auf dem Markt sind jung. Welche andere Partei kriegt das hin? Also die Zukunft haben wir ja schon mal, aber diese Zukunft darf nicht zu lange warten, wir müssen es schnell drehen. Nur, liebe Freunde unter 25 oder noch jünger, die Herausforderungen, und ihr wisst es, für euch sind ja grundlegender, weil mittlerweile die absoluten Selbstverständlichkeiten unserer Zivilisation in Frage gestellt werden. Das ist ja das, wo die Älteren immer fragen, was meinst du eigentlich mit deinen Videos? Für jeden von euch war die wichtigste Frage eurer Jugend, was für eine Ausbildung, was für ein Studium machen wir? Und auch ich habe die jungen Leute heute gefragt, kommst du aus Lübben und was ist deine Ausbildung? Aber die Wahrheit ist, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft so weit fortgeschritten ist, dass von der heutigen jungen Generation die Mehrheit wahrscheinlich noch nicht mal eine Familie gründen wird. Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der heutigen westlichen Bevölkerung als Single durchs Leben gehen wird. 50% der Frauen zwischen 25 und 45 sind nach einer amerikanischen Studie beim Ende dieses Jahrzehnts Single und kinderlos. Ein Drittel der Männer hatte noch nie eine Freundin. Es gibt keine Kinder mehr, es gibt keine Familien mehr. Und das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt irgendwie fauler oder hässlicher oder weiß der Kuckuck was sind. Es liegt daran, weil die Gesellschaft zerstört wird. Wenn früher irgendjemand in der Schule kam und sagte, ich heiße gar nicht mehr Maximilian, ich heiße jetzt Chantal, dann haben die anderen und die Lehrer gesagt, geh zum Arzt. Und sollte ich nächstes Jahr in Lübben auftauchen und etwas dergleichen erzählen, liebe Freunde, bitte bringt mich zum Arzt. Wer das heute tut, und ihr wisst es, da gibt es im Ethikunterricht eine Sonderstunde über die wunderbare neue Welt, dass es eben nicht mehr 2, sondern 53 Geschlechter gibt, die man frei wandeln kann. Dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern auch rosafarbene Einhörner und lilafarbene Schmetterlinge, liebe Freunde. Und wir wissen, es gibt viele junge Leute, die durch die Verwirrungen der letzten Jahre, durch die Zerstörung der Familien, die Verarmung, so ungefestigt sind, nicht wie ihr, dass sie darauf reinfallen.
Und deshalb müssen wir ganz klar den jungen Leuten sagen, seid stolz auf das, was ihr seid. Ihr seid nun einmal Männer und Frauen, Jungs und Mädels. Es gibt nur zwei Geschlechter. Lasst euch nichts einreden. Wir müssen diesen jungen Leuten sagen, respektiert eure Eltern. Und ja, es ist bisweilen schwer, als Teenager seine Eltern zu respektieren. Aber macht euch klar, wie schwer es ist. Viele Eltern sind alleinerziehende Mütter. Da habe ich den Beruf. Ich muss mich um die Kinder kümmern und noch ein Privatleben haben. Und trotzdem stehen sie ein. Und deshalb seid großzügig, selbst wenn Mama vielleicht noch CDU oder irgendwas noch Schlimmeres wählt. Mit unserer Überzeugung und unserer Großzügigkeit werden wir sie auch überzeugen. Aber es ist nicht nur, dass wir unsere Eltern respektieren sollen. Wir wollen auch unsere Vorfahren ehren, denn sie haben das Fundament gelegt, auf dem wir stehen. Und deshalb, liebe Freunde, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, sondern sie waren große Leute, denen wir verdanken, was wir hier geworden sind. Und das, was wir sind, das, was wir sind, das sind wir nicht alleine. Wir sind es gemeinsam. Wir stehen ja hier nicht individualisiert und atomisiert. Nicht jeder vor seiner Glotze, sondern auf einem Marktplatz. Wir sehen uns, wir interagieren mit uns. Und jeder hat ähnliche Sorgen und eine ähnliche Geschichte. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Volk. Das ist die starke Botschaft, die wir euch geben können. Wir sind ein Volk, das zusammenhält, das sich beisteht, das solidarisch ist. Dass dem, der in unserer Mitte mal schwächelt, hilft und weiterhilft. Und das ist dasjenige, was die starke Botschaft ist. Sie ist so stark, dass die, die Angst vor uns haben, uns wegen dieser Botschaft sogar den Inlandsgeheimdienst auf die Fersen heften, weil sie nicht wollen, dass ihr gemeinsam stark seid, sondern weil sie aus euch kleine, einzelne, schwache Menschen machen wollen, die ihre Vorfahren verachten und die am Ende noch nicht mal wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Wir aber wollen stark sein. Wir wissen, wir sind Männer und Frauen und echte Männer sind rechts und echte Frauen sind rechts. Wir wissen, dass wir Vorfahren haben. Wir wissen, dass wir Deutsche sind. Ihr alle seid Deutsche. Macht was draus. Das ist die Aufgabe, die wir hier zu erfüllen haben. Rechts zu sein, liebe Freunde, ist nicht eine politische Beschreibung. Und es war ja schon mutig, überhaupt den Begriff wiederzuholen. Benutzt ihn mit Stolz. Gibt viele andere Begriffe, aber wenn ihr überlegt, dass ihr vielleicht konservativ seid, macht euch immer eins klar. Konservativ, das ist auch Armin Laschet. Und ich glaube, keiner hier will Armin Laschet sein. Aber vielleicht wollt ihr ja recht sein. Recht heißt, Mann und Frau zu sein, Deutscher zu sein, nach vorn zu schauen und sich nicht darum zu scheren, was die Spinner da hinten machen, sondern seinen geraden Weg zu gehen für die Heimat, für unsere Ehre und für unser Vaterland. Und deshalb, rechts zu sein, ist mehr als eine politische Stellungnahme. Rechts zu sein, das heißt Charakter haben, das heißt Widerstände zu überwinden, das heißt sich nicht zu scheren um falsche Autoritäten. Es ist ein Lebensstil, es ist ein Bekenntnis zu uns selbst. Es ist ein Bekenntnis zur Heimat, genauso wie zur Gesundheit. Es ist ein Bekenntnis für die Familie und für Kinder. Es ist ein Bekenntnis, dass man bei Fehlern weitermacht und dass man sich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. Rechts zu sein heißt, hierher zu kommen und Gesicht zu zeigen, auch wenn irgendwelche Antifa-Fotografen, die interessanterweise auch schon so aussehen, als wenn sie links wären, dass wenn die euch filmen, sollen sie es doch sehen. Es ist unsere Heimat. Wir schämen uns nicht dafür, uns dafür einzusetzen. Und deshalb gewinnen wir, weil wir diese Leidenschaft haben. Die da drüben kriegen Geld, die da drüben lassen sich durchfüttern. Und das ist das, was wir tun werden. Wir werden ihnen den Geldhahn zudrehen und sehen, was übrig bleibt. Nichts. Und liebe Freunde, deshalb interessiert uns auch nicht, ob wir Glockenuntermalung bekommen oder im Stillen reden. Denn wir wissen, was wir sind und wir wissen, was wir wollen. Wir wollen eine Zukunft haben. Und diese Zukunft wird eine Herausforderung sein. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Es gibt Jahrzehnte, da passiert nichts. Und dann gibt es Jahre, da ereignen sich Jahrzehnte. Und wir rutschen in diese Jahre hinein. Wir alle spüren es ja. Wir haben eine technische Revolution, die sehr, sehr viele Büroarbeitsplätze überflüssig macht. Wir haben eine gesellschaftliche Revolution, ich sprach davon, mit einer ins Bodenlose fallenden Geburtenrate, mit jungen Männern und Frauen,
die daran scheitern, Familien zu gründen. Wir haben eine kulturelle Revolution, leider, wir können sie nicht aufhalten. Wir haben eine Revolution der Außenpolitik mit dem Krieg, der zurück ist in Europa. Die Frage ist, was ist denn unsere Lösung? Und die Lösung seid ihr mit eurem Selbst. Ihr müsst erkennen, wer ihr wirklich seid. Und ihr müsst stolz darauf sein. Wer sich einreden lässt, dass das, was er ist, schlecht ist. Wer sich seine Ehre, seine Geschlechtlichkeit, seine Vorfahren, sein Vaterland ausreden lässt, was will der denn sein? Aber wer stolz und stark ist, der kann auch in einer sich wandelnden Zeit reüssieren. Er kann diesen Wandel mitgestalten. Und das ist doch das, was uns zusammenhält, Herren unseres Lebens zu sein. Egal wie klein euer Leben ist, egal wie schwach ihr seid, aber ihr müsst es selbst entscheiden können. Und ihr dürft die Entscheidung nicht Leuten überlassen, wie diesem komischen Pfarrer, der es nicht gut mit euch meint. Wenn hier oben eine Ricarda Lang oder Saskia Esken stehen würde, würde ja nicht nur der Boden vibrieren, sondern sie würde euch ja nicht mal mögen. Die mag euch nicht. Ihr seid nicht bunt, ihr seid nicht vielfältig, ihr seid keine Spinner. Ihr seid einfach bodenständige Leute und deshalb mögen euch diese Politiker nicht. Sie mögen euch einfach nicht, sie halten euch für Verschiebemasse. Aber wir mögen euch, weil wir mit euch zusammen leben wollen und weil wir sagen, dieses Lübben, dieser Spreewald, dieses Brandenburg, das ist so großartig. Hier muss es weitergehen, über Generationen. Und es ist so schön, dass wir nicht weggehen wollen und schon gar nicht wollen wir unsere Heimat den Zecken überlassen. Und deshalb müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt ist die Landtagswahl. Und diese Landtagswahl hat zunächst mal natürlich landespolitischen Einfluss. Der Woidke muss weg. Das ist das Erste, was wir uns alle wünschen. Wir müssen diese Landesregierung, die hier versagt, und zwar auf allen Ebenen, und die vor allen Dingen ihre Macht dazu nutzt, den falschen Leuten Vorschub zu geben, dieser Landesregierung müssen wir die rote Karte zeigen. Wir müssen diese Leute zu dem zwingen, was jetzt in Thüringen geglückt ist, was in Sachsen geglückt ist. Sie müssen die Masken fallen lassen und alle müssen sich zusammenschließen, nur aus Angst, dass wir nicht mitregieren können. Das ist das letzte Stadium, bevor wir mitregieren können. Dafür muss die AfD stärkste Kraft werden. Und das ist eine Sache, dass man den Mut hat, das auch zu wählen. Wir haben, ich gebe das ja zu, oft noch Leute, die sagen, ich stimme euch ja inhaltlich zu, aber naja, der Woidke ist nun mal im Amt, der macht so einen seriösen Eindruck. Liebe Freunde, wer so denkt, ist objektiv auf der anderen Seite. Wer nach Solingen, wer nach den Messerstechereien, wer nach den ganzen Übergriffen in Cottbus, wer nach dem Niedergang, der mit Händen zu greifen ist, jetzt immer noch CDU, SPD, Grüne oder irgendwas wählt, der steht auf der falschen Seite. Und ich bitte euch, ich weiß, dass das hier sehr wenige sind auf diesem Marktplatz, aber ich bitte euch, wenn ihr im Freundes-, Bekanntenkreis Leute habt, sagt's ihnen. Als wir angefangen haben, wurden wir auch ständig angegriffen. Wie kannst du bei der AfD dabei sein? Wir haben überall Recht behalten. Es ist jetzt an der Zeit, den Spieß umzutreten. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Geht zu den Leuten, setzt ihnen die Pistole auf die Brust und sagt, was willst du? Du willst hier eine SPD oder eine CDU wählen? Es geht auch um mich, es geht um unsere gemeinsamen Kinder. Hör doch mal mit der Scheiße auf, bitteschön. Mach den Mut und setz den Leuten die Pistole auf die Brust. Wir müssen den Mut haben, rauszukommen. Es hilft ja nichts, wenn wir uns nur gegenseitig erzählen, was wir alles Tolles machen wollen. Sondern wir müssen ganz klar sagen, wer hier heute nicht mit uns ist, der ist objektiv bei denen da drüben und die führen nichts Gutes im Schilde. Hütet euch vor denen. Wir sind immer noch auf der guten Seite der Brandmauer, auf der anderen Seite brennt es schon. Aber wir sollten uns bemühen, noch viele gute Leute von der falschen Seite rüberzuholen, damit wir in Brandenburg wieder nach vorn kommen und etwas aufbauen können. Es ist viel zu tun, es geht bei den Schulen los. Redet doch heute, die jungen Leute sind ja nun mal da, dann bitte die Elterngeneration mal erzählen über Lehrer und über deren Sprüchlein und über deren Politik und über deren Inhalte an Schulen. Mal darüber erzählen, was es heißt, das Pech zu haben, an einer Schule mit Courage und gegen Rassismus unterrichtet zu werden. Liebe Freunde, wir brauchen eine Schule mit Lesen, Schreiben, Rechnen, Patriotismus und guter Ausbildung, aber wir brauchen keine politische Umerziehung unserer jungen Leute. Wir brauchen eine Landespolitik, die bei der Polizei dafür sorgt, dass die Polizeiführung den Polizeibeamten auf der Straße nicht in den Arm fällt, wenn sie die Ordnung durchsetzen.
Wir brauchen eine Justizpolitik, die dafür sorgt, dass in Brandenburg Verbrecher wieder bestraft und nicht nur verstanden werden oder am besten gleich noch mit 2 Monatsgehältern nach Afghanistan zurückgeflogen werden. Wir brauchen mal wieder eine Politik, die dafür sorgt, dass im öffentlichen Dienst das Leistungsprinzip gilt und nicht das Prinzip der linken Bevorzugung. Wir brauchen keine 1000 Beauftragten für linken Firlefanz. Wir brauchen generell weniger Beamten, niedrigere Steuern. Wir brauchen freie Bahn im Tüchtigen. Wo kommt das denn her? Von SPD und CDU? Das ist doch Gelächter. Entweder wir haben eine andere Politik oder der Niedergang geht fort. Aber der Niedergang ist euer Niedergang. Also rafft euch auf, geht zu euren Nachbarn, geht zu euren Freunden und setzt ihnen die Pistole auf die Brust, dass sie es endlich kapieren. Aber die Bedeutung geht auch über Brandenburg hinaus. Wir haben gestern in Sachsen und in Thüringen von den 3 Ampelparteien 2 in die Wüste geschickt. Die Ampel hat in Sachsen und Thüringen ungefähr noch 10%. Das ist die Realität. Wenn jetzt Brandenburg folgt und die Grünen endlich aus dem Landtag fliegen, damit sie mal einer ehrlichen Arbeit nachgehen können oder vielleicht entsprechend ausgebildet werden, wenn die FDP draußen bleibt, liebe Freunde, dann verspreche ich euch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ampel im Herbst weg ist, sehr, sehr hoch. Ihr habt hier nicht nur Verantwortung für Lübben und Brandenburg, sondern ihr könnt der Sargnagel der Ampel sein. Wenn ihr durchhaltet, wenn ihr kämpft und wenn ihr so viele Menschen, die ihr kennt, mitnehmt, es euch gleich zu tun. Die Ampel muss weg. Für uns, für Brandenburg und für Deutschland. Und deshalb bitte ich euch, nicht den Ernst zu unterschätzen. Das ist nicht irgendeine kleine Wahl, die hier ansteht. Das ist eine Wahl, wo gerade jetzt nach dem gestrigen Tag in Sachsen und Thüringen nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa drauf schaut. Es ist die Frage, ob jetzt in Brandenburg der nächste Schlag gelingt. 3 auf 1 Streich. Es ist die Frage, ob wir jetzt hier nochmal zeigen, und zwar trotz des scheußlichen Speckgürtels um Berlin herum, dass die Menschen im Osten durchschaut haben, was gespielt wird und ob sie noch genügend Lebens- und Selbstbehauptungswillen haben, sich dagegen zu wehren. Es ist das letzte Zeichen in diesem Jahr, um deutschlandweit klar Flagge zu zeigen. Und die Flagge, die wir zeigen, ist schwarz-rot-gold, liebe Freunde, dafür tun wir es. Und aus dem Grund bitte ich euch alle, heute nicht nur zufrieden, sondern motiviert nach Hause zu gehen. Sich jeder zu überlegen, wen in meinem Freundes- und Familienkreis kann ich noch umdrehen. Und auch an die Jungen. Wir haben ein Problem in der Altersgruppe Ü60. Also bitte mal die Oma besuchen fahren vorm Wahltag und den Opa. Und nicht locker lassen. Großeltern sind in der Regel keine bösen Menschen, aber sie brauchen Zuspruch. Es hilft uns ja nichts, die Jugend zu gewinnen, wenn ihr nicht den Mut habt, dann auch mal die ältere Generation anzusprechen. Ich bitte euch im Freundes- und Familienkreis, ich bitte euch, das zu überlegen und euch klarzumachen. Wenn ihr es nicht macht, niemand macht es. Wir können euch motivieren, aber ihr müsst die Motivation weitergeben. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich verspreche euch eins, wenn das gelingt, werdet ihr erleben, was eure Stimme wert ist. Die Ampel fällt und jeder kann für sich sagen, ich habe mitgemacht. Am Wahltag seid ihr die vergessenen Männer und Frauen dieses Landes seid, nämlich auf einmal wichtig. Jeder von euch hat eine Stimme. Genauso viel wie der Woidke. Genauso viel wie die ganze linksliberale Schickeria in Potsdam und sonst wo, die über euch lacht. Es ist Gleichstand an diesem Tag. Und es hängt an euch, aus diesem Gleichstand einen klaren Erfolg und eine klare Machtdemonstration zu machen. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ihr seid das Volk und wir setzen sie ein für unser deutsches Vaterland. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Maximilian Krah. Dr. Maximilian Krah. Entschuldigung. Ja, ich habe mich gerade mit jemandem hier vorne unterhalten und